bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Pedro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part Resident Evil Revelations Episode 9. Kein Ausweg. Das klingt ja schon sehr vielversprechend. Starten wir in den nächsten Part. Ich würde gerade sagen erster Part, aber das ist glaube ich schon der 18. wenn mich nicht alles täuscht. Los geht's. Ist wohl doch nicht so unglaublich. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey, Mann, warte! Zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ach ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Ja, sind wir wieder hier. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. Hier mal ein Item finden. MG-Munition. Perfekt. Dann mal da links. Ich rüste mich mal mit dem MG aus. Nachladen. Es könnte sein, dass diesmal was passiert. Nicht wieder den Schraubenzieher fallen lassen. Das wäre zu blöd. Und jetzt kennen wir ja schon. Wir wissen ja diesmal, wenn den fallen lässt. Och, scheiße. Ach so, der eine wartet noch um die Ecke. So. Hier waren wir schon, da müssen wir ran.
Wusst doch diesmal passiert was. Jemand Bestimmtes sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das. Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. Da könnte aber noch was drin sein. Munition. Schrotgewehr. Habe ich überhaupt ein Schrotgewehr? Ich denke ja. MG-Munition. Oh, auch schön. Da war ich schon. Hier lag noch irgendwas. Ach, das ist das Buch. Haben wir auch schon gelesen. Vor einigen Parts. Oh, Item. Items sind immer gut. Auch wenn es nur Pistolenmunition ist. So, weiter geht's. Da konnten wir am Part nicht durch. Jetzt tun wir es. Mal sehen, was uns oben erwartet. Na, wenn hier keine Überraschung auf uns wartet. Ist das wirklich ein echter Raketenwerfer. Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst nice. Auf Technik und Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Sie hat aber nur eine Rakete. Und das ist nicht so toll. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB-28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Cool. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Ich mag den Raketenwerfer. Der schaltet auch die großen Bosses sofort aus. Oh, Magnum. Ein Raketenwerfer. Wie viele Raketenwerfer haben wir jetzt? Ach so. Nee, dann lass mal die Magnum dort liegen. Oder ich tausche meine Pistole gegen die Magnum. So, jetzt habe ich eine Magnum. Ein Raketenwerfer und MG. Das ist, glaube ich, nicht falsch. Man ist jetzt mehrere Mal abgedeckt. Ja. So geht es natürlich auch. Das heißt aber, wenn wir hier einen Raketenwerfer haben, dass jetzt hier was passiert. Schockgranate. Wir werden hier ausgerüstet. Das heißt, irgendwas wird hier gleich auf uns zukommen. Ein riesiger Bossgegner, den wir irgendwie mit einem Schuss besiegen sollen. So, aber was genau sollen wir jetzt erstmal machen? Eine Heilpflanze. Grünes Kraut. Das sieht nach einem Schalter aus. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Tja. Gibt's noch mehr Generatoren? Ich weiß nicht. Ich guck mal nach. Irgendwo hier in der Halle. Ich sollte eigentlich diese Halle mal untersuchen mit dem. Mit der Gerät. Und mit diesem Suchteil. Oh, Speichervorgang. Gut, Energie. Starte die Analyse. Mit dem hier kann ich das mal untersuchen, was? Für irgendwas ist. Ist nix. Habe ich gut nachgesucht, natürlich. In ein paar Minuten schaffen. Oha, da kommt schon ein Monster. Von wo? Von oben. Oh wei. Ich werde jetzt den Wolf nicht mit dem Raketenwerfer ausschalten. Nein. So doof bin ich dann auch nicht. Sind überall. Ach, das ist das Schrotflinter. Auch gut. Sind mehr. Die sind überall. Zack. Die sind auch links und rechts neben mir. Oh wei. Ich kann nicht unter mich schießen. Das ist ein bisschen schlecht. Na, der lebt noch. Zack.
Du lebst immer noch. Du lebst auch noch. Stirb. Da, der begibt sich vor die Flinte. Na? 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 Aus. Aus, Hasso. Aus, Hasso. Böses Hündchen. Nein. Och nee, jetzt auch noch einer von den Huntern. Och nö. Kümmerst du dich um die Wölfe, ich kümmere mich um die Hunter. Mach mal das so. Hier sind auch Wölfe. So. Scheiße. Yep. Die FBC mag meinen unerlaubten Zugriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihre geheimen Server. Ich habe sie bei der Unfalluntersuchung entdeckt. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschaff mir Zeit, um alles zu knacken. Ja gut. Jetzt muss ich kämpfen. Oh, wei. Kapiert du es? 28%. Verdammt. Wenig. Oh, wei. Kommen die jetzt von links? Wolf. Und Hunter. Stirb. Nein. Ich kann ihn nicht wieder einschalten. Ich hab zu tun. Warte hier, ich repariere das. Ich hab ernsthaft zu tun, ernsthaft. Das ist der Falsche, okay. Das ist schlecht. Hoch da. Magnum rausholen. Nein, 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 nein. Da oben sind die Wölfe. Wo ist denn der Schalter? Wo ist der richtige Schalter? Nein, nein. Aus. Okay, ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Stell ich mal wieder hier hin. Ich muss jetzt mit der Magnum schießen. Oh wei. Nachladen. Das ist verdammt wenig. Beeil dich. Junge, ich habe fast keine Munition mehr. Ich gebe dein Bestes. Zack. Keine Munition mehr, scheiße. Na toll. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Doch, ich hätte noch diese Granaten hier. Scheiße. BOW-Granaten. Die hätte ich auch noch im Angebot. Zack. Nimm das. Und ich baue das Monster. Ich habe keine Munition mehr. Was soll ich tun? Unsichtbare Monster durch Zufall treffen. Zack, die Wölfe habe ich. So, jetzt habe ich nur noch die Messer. Ja, toll. Herzlichen Dank auch. Drei Hunter auf einmal. Ernsthaft. Hey, kümmer du dich mal um die Technik und lad das Teil hoch.
Scheiße. Ist doch der sichere Tod. Fertig! 100% Baby! Super. Endlich. Aber die Feinde sind immer noch da. Ja, ich weiß. Ich habe aber keine Munition, ich muss messern. Sterb doch gerade. Och nö. Nein. Weißt du, wie bescheuert das ist, mit dem Messer zu kämpfen? Okay. Ach nö. Auch noch ein Überraschungsangriff. Jo. Wo bist du? Komm, komm her, wo ist mein Messer? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Da ist noch einer. Von hinten. Nice. Ich mag Gegner, die ich nicht sehe. Komm, zeig dich! Zeig dich, du Arschloch! Was dauert denn da so lang? Na gut, dann geh ich mal. Wo zum Geier ist der? Da ist er! Hier, zeig dich! Stell dich! Stell dich wie ein Mann! Kämpfe! Nur feige Sauen verstecken sich! Kämpf! Kämpf, du Mistgeburt. Raketenwerfer, yo. Nicht den Rücken zu kehren. Raketenwerfer. Ich hab dich. Hab ich's vergeudet, oder was? Toll. Bin ich wieder auf meine Messer gestellt. Och nö. Bist du noch dran? Was dauert denn da so lang? Ja, mach du das. Gründer, nimm du die. Ach nein, ich bin Gründer. Jackass, hilf mir. Ich hab keine Munition mehr. Verdammte Scheiße. Es handelt sich wirklich nur noch um einen. Heilung habe ich auch keine mehr. Verdammte Scheiße! Ich bin fast tot! Wann stirbt das Ding mal? Oh! Verdammte Scheiße! Jetzt können wir einen Blick auf die Daten werfen. Bereit? Yep. Endlich geschafft! Erklärt was? Wer hinter Veltro steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Hier ist Fogball. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien. Ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. What the fuck? Eine Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte Sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende Sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Hey, Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel, hab's da. Weia.
Tja, Mission fehlgeschlagen, würde ich sagen. Was für ein Desaster.